Das Fähnchen steckt da noch. Ja, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ich weiß, normalerweise ist es noch zu früh, die ganzen Fähnchen und alles ranzumachen, weil wir noch leer sind, aber das sind bloß ein paar Meilen bis zum nächsten Kunden. Darum sehen wir das Ganze mal nicht ganz so eng. Erstmal müssen wir jetzt hier rauskommen. Und vor allen Dingen ist das Ganze auch ein bisschen dringend, weil die Jungs bei HMS wollen ins Wochenende. Mal aufpassen, dass wir hier nichts kaputt fahren. Schön vorsichtig. Der Beflaggung könnt ihr schon erahnen, dass es ein bisschen was Größeres wird. Kenworth, da war doch was mit Thomas. Muss ich nochmal anrufen und mal fragen, wie es jetzt aussieht mit seinem. Den lassen wir lieber noch durch. Aufpassen, dass wir jetzt nicht mit dem Trailer da hängen bleiben. Und feuerfrei. Aber nicht so viel Feuer. Wir wollen ja nicht gleich hier noch ein Ticket bekommen. Ich hatte mir das auf Google Maps angeguckt, wo hier HMS ist. Und das ist echt ein riesen Gelände, muss ich sagen. Also, holla die Waldfee. Das ist schon was größer. Go straight. Und wo es denn hingeht, das habt ihr ja schon am Anfang gesehen. Wird also ein bisschen was längeres Mal. Freue ich mich auch schon drauf, ist mal wieder ein bisschen mehr zu fahren. Dementsprechend auch ein bisschen mehr Kohle. Sie dürfen fahren, Herr Max.
gerade ein bisschen Angst hatte. Hier in Rock Springs sind die mit Eisenbahn ganz groß. Da, wo ich den kleinen Bagger hingebracht habe. Das war ja direkt eine Bahnbaustelle. Ja, denn wenn wir gleich geladen haben, dann bloß noch die Randale leuchten an. Dann haben wir soweit alles. Und dann heißt es auf Wiedersehen, Wyoming. Die Jungs sind doch nicht mehr so lange da und ich muss das heute noch abholen. Aber weit dürfte es nicht mehr sein. Müsste jetzt am Ende der Straße hier auf der rechten Seite sein. Go straight. Und wieder eine rote Ampel. Da vorne auf dem Navi sehe ich es doch schon. Sehr schön, dann sollten wir das eigentlich noch zeitlich schaffen. Und die hatten mir nämlich gesagt, dass sie nur bis 12 noch da sind und dann ist da auch Schicht im Schacht. Guckt euch das mal an hier. Überall die Maschinen. Das ist schon ein bisschen was Größeres hier. Ja, dann werde ich mich hier mal hinstellen und mal da reinschlendern und sagen, dass ich da bin. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hab's ein bisschen eilig, also bis gleich. Yeah, thank you. And have a nice weekend. Okay. Jo. SS. Bye. Ja, wir haben fertig und geladen haben wir diesen Bad Boy. Ja, das ist mal ein bisschen anderes Kaliber. Ja, der steht auch, ja, steht gut über.
darum auch, Oversize. Aber nicht lange schnacken, wir haben schon genug Zeit verloren. Jetzt heißt es, auf geht's. Aber wir können eigentlich noch mal ein Erinnerungsfoto machen. So. Und rein in die gute Stube. So, den können wir ausmachen. Randaleleuchten sind an. Fähnchen sind dran. Das Banner ist dran. Kann also nichts schief gehen. Wir haben es jetzt mittlerweile auch schon kurz nach 11. Zum richtigen Oversize kommst, hast du aber auch erstmal ein Problem. Da habe ich ja noch die kleine Variante hier. Seh zu. Du lässt mich vor. Okay, das ist nett. Ihr lasst mich auch vor. Ihr seid so nett, aber unbedingt einfacher macht ihr mir das auch nicht. Ja. Trotzdem herzlichen Dank dafür. Heißt es wieder bei jeder Waage rausfahren. Zum Glück müssen wir hier links rum und nicht geradeaus. Jetzt irgendein Knallkopf, der mir noch in den Trailer reinfährt. Das wird mir noch fehlen. Ach, ist das herrlich, mal wieder ein richtiges Gerät da hinten drauf zu haben. Die erste Waage. So, Tempomat ist drin. So dolle weh. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich nachher euch nochmal den Kontostand zeigen. Aber der müsste jetzt irgendwie was um die 7000 Dollar sein. Also sind ganz gut dabei. Letzten Tag war nichts und jetzt, wenn man aufnehmen will, ist der Frosch wieder da.
mal, wie weit wir heute noch kommen. Weil Sonnenuntergang ist Schicht im Schacht für uns. Von den Maßen her, was passt da alles? Somit kriege ich auch keine Probleme mit den Sachen, die im Permit drin stehen. Hatte ich dann lieber nochmal nachgemessen, weil kann ja doch mal sein, dass da irgendwas kommt, dass das Ding auf einmal doch höher ist oder breiter. Dann hast du nämlich das Problem, wenn du in der Kontrolle kommst von der DOT, beziehungsweise vom DOT. Und ich habe es mir doch gedacht, dass der den eventuell noch reinlässt. Auch wenn es eigentlich untypisch ist für Amerikaner. Der Kollege scheint aber auch leer zu sein. Oder er hat guten Schwung noch gehabt. Ich gehe mal eher vom Schwung aus. Warte, Hüß. Sind Thomas und meine Wenigkeit ja irgendwie immer entgegengesetzt unterwegs. Aber ich denke mal, das wird auch noch mal irgendwann klappen, dass ich mich mit ihm mal wieder treffen kann. Vor allen Dingen will ich dann ja auch mal wissen, was mit seinem Canvas jetzt genau los war. Ich habe da so ein paar Sachen zwar von ihm gehört, aber da werde ich ihn dann nochmal anrufen und nochmal direkt nachfragen. Wenn es jetzt ein bisschen hektisch war mit dem Laden, mit dem Abladen habe ich soweit keinen Stress. Da kann ich also ganz gemütlich runterfahren nach Kalifornien. Darum, dass ich bis 12 das Ding noch geladen habe. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Und das Schöne ist, diesmal hat der Bagger keinen Motorschaden. Man konnte ihn schön drauf fahren. Ich meine, das Ding ist auch nagelneu. Wäre schon ein bisschen komisch, wenn das Ding schon gleich kaputt wäre. Ah, da kommt doch eine Waage.
Und wir dürften eigentlich vorbei. Aber, oh, Wasser ist. Dann lassen wir den mal lieber vor. Dann können die Beamten auch noch mal gucken, was ich geladen habe. Return to Interstate. Okay. Machen wir das Fenster wieder hoch. Erledigt. Können wir schon mal einen Haken hintermachen. Ist ein bisschen enger, aber ist ja nicht so der Fall. Aber lieber ein bisschen vorsichtiger reinfahren, als zu spät merken, dass es nicht mehr klappt. Herrschaftszeiten, was ist das denn heute? Die Schilder stehen nicht umsonst da. Diese Kurve hier möchte ich nicht unbedingt mit 65 durchprügeln. Freizeitpark. Sieht ja ganz so aus. Muss ich mir mal merken. Wenn ich mal wieder hier bin und eventuell Zeit habe, muss ich mir das mal angucken. Habe ich
schon so oft gesagt und hab's dann doch nicht geschafft. Ja, auch wenn es immer so schön klingt, wenn man sagt, da arbeiten, wo andere Urlaub machen, es ist und bleibt halt Arbeit. Sich immer so mit Nicht-Truckern unterhält und denen so erzählt, wo man schon überall gewesen ist, und wenn man dann gefragt wurde, boah, wie ist denn das und das da, und man sagt, ja, keine Ahnung, ich bin bloß durch die Stadt gefahren oder um die Stadt herum. Jetzt mit meinem Oversize fahre ich ja sowieso meistens nur drumherum. Da ist dann nichts mit großartig irgendwie was angucken. Ja, meistens auch laden, Kunden fahren, abladen zur nächsten Ladestelle. Ganz selten, dass du mal wirklich Zeit hast, dir da irgendwie die Stadt anzugucken. Das ist dann, wenn nur, wenn du wirklich dein Reset irgendwie in der Nähe machst. Und dann hast du aber auch nicht unbedingt Bock, dir irgendwie einen Uber zu rufen und damit dann in die Stadt noch zu fahren, um dir das da anzugucken. Da bist du dann froh, wenn du in deinem Truck dir das gemütlich machen kannst. Und irgendwie noch ein bisschen YouTube gucken oder Netflix. Halb vier haben wir es jetzt. Haben wir ja schon ein bisschen was geschafft. Bin ja echt überlegen, ob ich eventuell den nächsten Truckstop, den wir sehen, schon rausfahre und gerade sein, das für heute. Ist am Sonntag keiner. Und hier kommt doch schon was. Nehmen wir den oder nehmen wir den nicht? Jetzt ist eh zu spät, wir nehmen den nächsten. Und bei meinem Glück kommt jetzt meilenweit kein Truckstop mehr.
Zeitlich liegen wir noch gut. Solange es jetzt nicht richtig anfängt zu schütten oder Nebel aufzieht mit geringen Sichtweiten, dürfen wir ja auch noch fahren. Zeit durch diese Bergstraßen. Ist wunderschön, da lang zu fahren, auch sich das Ganze anzugucken. Aber wenn du da mit so einem langen Gerät unterwegs bist, ist dann doch eine andere Geschichte. Was soll der Geiz? Da gönnen wir uns den etwas verfrühten Feierabend mal. Sonst wie weit vom Schuss sein hier. Na komm, Edmund, beruhig dich. Sieht ja ganz idyllisch hier aus. Please make a U-turn when possible. Finding new route. Och Edmund, krieg dich ein. Make the U-turn. Never mind. I'll find a new route. Stellen wir uns mal schön hier neben. So. Oh, das sieht doch gut aus.
Dann machen wir die Randale-Leuchten mal aus. Truck aus. Oh, schön ruhig hier. Also stehen wir noch ganz gut. Ja, gleich noch Licht ausmachen und dann heißt es Feierabend für heute. Ihr seht ja schon schnieke aus, das Gespann, aber mir gefällt's. Ja, jetzt will ich euch aber auch nicht mehr länger belästigen, sondern werde mich in den Feierabend verabschieden. Und ja, was mir noch einfällt, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch in den letzten Videos nicht gefallen hat. Weil mir ist aufgefallen, dass jo, Feedback so gut wie null da ist. Würde mich halt mal interessieren, weil dann kann man vielleicht was ändern oder je nachdem. Also, wie gesagt, wünsche euch was. Tschüss.